Ja, heute am Donnerstag, dem 22. August, ist endlich der achte Teil der lang ersehnten Asphaltreihe erschienen. Nach vieler Verzögerung, weil das Spiel sollte eigentlich schon im Juli erscheinen, jetzt ist es eben heute erschienen endlich und wir schauen uns das jetzt an. Schauen wir uns zuerst, also wir sind jetzt hier im Hauptmenü, dann schauen wir uns zuerst oben die Leiste an. Hier haben wir zum Beispiel 1500 Punkte. Durch den Druck da drauf können wir eben uns welche per In-App-Käufe dazu kaufen. Bis zu 90 Euro können wir dafür ausgeben. Dann haben wir hier unser Level stehen. Dann hier den Einstellungen. Schauen wir uns zum Beispiel mal die verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten an. Oh, also ganz normal mit Gyrosensor und so weiter. Allerdings benutze ich jetzt halt, weil es fürs Video besser ist, Tasten, also dass wir hier so ein Lenkrad haben. So, dann haben wir jetzt hier die Freundesaktivität, wenn wir uns mit Facebook anmelden, also die, wenn die eben auch Asphalt 8 spielen und so weiter. Die Karriere haben wir hier. Hier haben wir nochmal unseren Rang. Hier haben wir die World Series. Die World Series ist Online-Multiplayer. Diesen schauen wir uns in einem separaten Video dann noch auch noch an. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal in die Karriere. Tutorial brauchen wir keins. Die Karriere umfasst insgesamt 8 Ligen mit zusammen 180 Rennen. Und ihr seht immer, ihr müsst eben immer das nächste Rennen freischalten, indem ihr halt das Rennen davor geschafft habt und genug Sterne erreicht habt. Allerdings kann man das sicher auch alles per In-App-Käufe dann kaufen. So, dann fahren wir jetzt mal das erste Rennen. Wir sehen jetzt hier die Autos. Es gibt insgesamt 47 original lizenzierte Fahrzeuge. Und 80% von denen sind ganz neue Autos, also die wir eben von keinem zuvorherigen Asphaltspiel her kennen. So, dann, wir haben jetzt natürlich nur ein Auto. Das wählen wir jetzt mal aus. Seht ihr auch immer die schöne Ansicht. Klicken auf Rennen starten. Haben hier nochmal eine Übersicht. Also klassisch. Erreiche als erste Ziellinie. Dann kriegen wir immer 3 Sterne. Und wenn wir noch einen Gegner ausscheiden, kriegen wir nochmal einen Stern, weil das ist eben die Zusatzaufgabe. So, und los geht's. Beschleunigen tut er von selber. Hier ist unser Lenkrad, Bremse und Nitro. Seht ihr auch die Flaschen. Um unser Nitro aufzufüllen, hier oben ist unsere Nitro-Anzeige. So, jetzt haben wir auch einen Totalschaden gemacht, dann spawnt man eben wieder. Dann sehen wir hier unsere Position, die Runde, wie schnell wir fahren. So, dann kann man natürlich auch driften, was ich jetzt gerade verpasst habe. So, da vorne haben wir jetzt auch wieder unsere Gegner. Und ihr seht natürlich schon, alles sieht sehr, sehr schön aus. Vor allem auf einem Gerät mit Retina-Display. Das Spiel läuft übrigens ab dem iPad 2 bei den iPads, bei den iPhones ab dem iPhone 4 und iPod Touch ab der vierten Generation. So, jetzt nehme ich hier auch mal eine Abkürzung. Hier kommen immer verschiedene Erfolge. Können wir auch mal Nitro einlösen. So, dann sollen wir ja einen ausschalten bzw. vernichten. Der wird dann natürlich auch wieder gespawnt. Schanzen wir jetzt hier schön.
Im Fliegen können wir übrigens auch lenken. Natürlich nicht ganz realistisch, aber egal. Hier oben haben wir noch unsere Zeit. Seht auch, es gibt Gegenverkehr, ganz normale, die eben auch fahren. So, jetzt sind wir auch Erster. Dann versuchen wir das Ganze jetzt noch über die Ziellinie zu bringen. Und geschafft haben ist, jetzt kriegen wir hier noch einen Erfolg freigeschalten und können dann auf Weiterklicken. Dann wird eben ein Geist von uns erstellt, welcher dann für den Online-Modus auch benutzt werden kann. Kurz zum Online-Modus, es gibt nämlich ein ganz normales Rennen zu 8, dass man einfach gegeneinander fährt. Dann gibt es aber auch ein asynchrones Rennen, das ist neu. Das heißt, da fährt er einfach gegen den Geist. Dann gibt es noch zwei neue Spielmodi, und zwar einmal Infected und Gate Rift. Diese gibt es natürlich auch im Singleplayer-Modus, in der Karriere kommt die auch vor, weil jedes Event ist eben auch was ein anderer Spielmodus. Und wie gesagt, den Online-Modus schauen wir uns in einem separaten Video genau an, zeigen euch den da. Link findet ihr dann in der Videobeschreibung, wenn das Video draußen ist. Es gibt insgesamt 9 Strecken. Eine davon kennen wir schon von Asphalt 7. Und dann außerdem ist noch die Monaco-Strecke dabei, welche aber sehr, sehr stark überarbeitet ist gegenüber von Asphalt 7. Ja, das wäre es dann auch von dem Video gewesen. Das Spiel kostet ja nur 89 Cent, ist eine Universal-App, also lohnt sich wie immer auf jeden Fall dieses Spiel zu kaufen. Und wie gesagt, schaut euch den Multiplayer-Video an. Link ist in der Videobeschreibung. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.